Leute. Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderbaren nächsten Vlog hier auf diesem Kanal. Ich benutze jetzt das erste Mal tatsächlich die Sony, um mal zu schauen, wie es denn so ist, mit der zu vloggen. Und ab wann die so an ihre Grenzen kommt, wo sie so ihre Probleme hinkriegt und wo sie gut läuft. Also, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Der erste Vlog mit der Sony gedreht. Ich habe nur noch 20% Akku. Ich muss heute unbedingt noch externe Akkus oder zwei zweiten und dritten Akku bestellen. Aber dafür muss ich mir erst mein Geld rüberschieben auf mein Konto. Von daher würde ich sagen, ich muss heute noch einen Perso beantragen. Ich habe meinen Perso verloren. Sehr belastend, nur ich weiß nicht, wo er ist. Das heißt, ich muss erst Fotos machen. Dann muss ich, kann ich nochmal wegen meiner kleinen Kamera zu einem Fotoladen, wo ich erst neulich dran gedacht habe, dass ich den ja in der Stadt haben. Wegen der kleinen Schraube hier unten. Und wenn ich das habe, dann hoffe ich mal, dass die hier auch wieder etwas besser funktioniert. Genau, das werde ich deswegen auch machen. Und wir schauen mal, was wir heute alles so erledigen werden und erledigen können. Und wo ich euch alles mit hinnehmen kann. Die zweite Kamera sollte zumindest ein bisschen Akku auch noch haben. Ein bisschen, was sollte da noch möglich sein. Deswegen, Leute, ich laufe jetzt mit zwei Kameras rum. Ich sollte hier jetzt auf jeden Fall keine leere Kamera mehr haben. Ja? Wir sehen uns hoffentlich gleich irgendwie noch wieder. Ne? Bis da. So, Leute, ich bin jetzt hier am Rathaus. Scheiße, habe ich gerade Glück gehabt. Im Normalfall mache sie das jetzt nicht mehr ohne Termin. Das wusste ich aber nicht. Bin natürlich ohne Termin hin. Hab mir gedacht, ja komm, das wird schon. Und dann sagen die mir so, ja, hätten sie diesen Freitagvormittag Zeit. Ich so, ey, das könnte schwierig werden. Weil eigentlich will ich auch Donnerstag wieder auf Arbeit gehen. Dazu kann ich später noch mal ein bisschen was sagen. Und dann war ich so, ja, das kritisch zu sehen. Sehr kritisch. Und dann war ich so, Dann meinte er, ja, dann hätten wir nächste Woche Donnerstag um 16.45 Uhr. Ich so, ja, ich habe 16 Uhr Feierabend in Ahrensburg. Das könnte auch schwierig werden. Ja, später können wir nicht. Ich so, ja, ich weiß. Meinte so, ah ja, komm, geh durch die zweite Tür. Der Kollege kommt da hin. Der Kollege, oh, der nächste Termin kommt in 6 Minuten. Viel Zeit haben wir jetzt aber nicht. Ah ja, 4 Minuten haben wir gebraucht, dann waren wir fertig. Neuer Perso ist also beantragt. Scheiße, ey. 22,80, weil es günstiger als erwartet, muss ich zugeben. Chillig. Oh Mann, ey. Scheiße. Ah, herrlich. Ja, Leute, ich fahre jetzt nochmal hoch, weil der Kameraladen hat erst um 9:30 wieder auf. Wir haben es jetzt 31, von daher jetzt dürfte er wieder aufhaben und dann schauen wir, ob die Kamera dann sozusagen funktional ist. Vielleicht hat er ja sogar zufällig Kameraakkus von der Alpha 6400 da. Dann würde ich die da wahrscheinlich direkt kaufen, weil dann habe ich sie. Ihr kommt mit und diesmal kommt ihr auch wirklich mit, weil beim Fotografen wart ihr nicht da, beim Geld abheben und so wart ihr nicht da. Das Geld muss ich übrigens auch einzahlen. Toll. Von daher nehmt es mir nicht übel. Wir kriegen das hin, oder? Schaffen wir. Machen wir so. Bis gleich. So. Dann haben wir jetzt für den Moment nur noch eine Kamera. Und zwar die hier. Jetzt muss ich mich zwangsläufig mit der hier jetzt erstmal auseinandersetzen. Uff. Ich habe jetzt so einen Abholschein. Kamera darf ich Donnerstag wieder abholen, da soll sie dann wieder heil sein. Lull. Das Ding ist, die ist wohl von innen verschraubt. Das heißt, sie müssen einmal das Gehäuse öffnen. Weil die Kamera ist wohl irgendwie von innen doppelt verschraubt oder so. Einmal von außen und einmal von innen. Uncool. Ah, scheiße. Jetzt auch nur noch 10% für heute. Das heißt, sie muss gleich erstmal ans Ladekabel. Leute, ey. Dann muss ich gleich Akkus bestellen. Der Camlink ist unterwegs. Muss jetzt noch das Geld einzahlen und dann, ja, mal schauen, was noch so passiert heute, ne? Spannender Tag, ey, ich könnte schon wieder, ja, läuft schon wieder alles ein bisschen anders als geplant und gewollt. Leute. Naja, ich fahre jetzt einmal kurz Geld einzahlen und dann nochmal ein bisschen Tee kaufen, damit ich ein bisschen überstehe auch auf Arbeit. Wir sehen uns. Leute, da haben wir es mal wieder soweit. Es ist jetzt abends 21:57 Uhr. Ich habe heute eigentlich nichts gemacht, außer geschnitten. Ich habe hunderte Videos geschnitten. Nein, ich habe 3 Videos geschnitten heute, um wieder bis Freitag fit zu sein sozusagen. Um einfach, wenn ich am Donnerstag wieder zur Arbeit gehe, dann auch safe zu sein. Ja? Von daher, ich habe das Unboxing von der Kamera gestern, also jetzt gerade geschnitten. Ich habe das Unboxing vom Multimount geschnitten und ich habe das Video, wo ich gesagt habe, was mit Gail Morton passiert ist mit den Aufnahmen. Tut mir immer noch weh. Geschnitten. Jetzt sitze ich hier an einem geheimen Spot. Ich darf den jetzt tatsächlich nicht liegen. Hier sitze ich.
und probiere gerade mal so ein paar Spots aus, mit denen man vielleicht oder bei denen man dann auch anbauen kann, ohne dass einem irgendwas passiert. Und ich sitze jetzt seit einer guten halben, dreiviertel Stunde. Bisher wurde ich noch nicht gespottet. Ich glaube auch nicht, dass das heute mehr passieren wird. Zu Beginn waren es 7 Cops, also von daher ist es ein relativ safer Spot, würde ich sagen. Zumindest zum Hanfanbau. Das ist ganz geil. Kann man dann dementsprechend auch onstream. Ich weiß nicht, ob ich den Spot jetzt onstream testen würde, weil ich sag mal, der Spot ist halt schon... Den werde ich mir vielleicht sogar bewahren, einfach um mal offstream irgendwas machen zu können. Um ein bisschen Geld ranzuschaffen. Ich glaube, das werde ich genau so lassen auch dann dementsprechend. Deswegen den Spot werde ich vielleicht nicht machen, aber ich habe noch andere Spots, die wir gerne mal austesten können. Ja, das wird interessant. Also freut euch schon mal, Gale Morton wird auf jeden Fall die nächsten paar Tage dann geleakt und released. Thema Autogrammkarten. Ich bin bis jetzt noch nicht weitergekommen, wie ich da jetzt fortfahren will. Ist irgendwie so unsicher, wie ich damit fortfahren will. Ich weiß es noch nicht. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich habe das Mädel auch, was ich eigentlich vorhatte anzuschreiben, auch noch nicht angeschrieben, weil ich mir auch noch unsicher bin, ob ich das jetzt wirklich gezeichnet haben will, ob ich da nicht doch einfach ein Bild drauf klatsche. Ich weiß es noch nicht. Deswegen mal schauen. Vielleicht kommt ja auch ein Bild drauf. Muss ich mal schauen, wie man das dann eventuell mal an einem Wochenende hinbekommt, hier irgendwo einen coolen Spot zu suchen und da ein Shooting zu machen oder so. Mal schauen. Leute, das wird schon... Keine Ahnung, was heute passiert ist übrigens. Ich habe irgendwie super wenig gefilmt. Ich habe heute den Perso beantragt. Ich habe heute die Kamera weggebracht. Ich habe irgendwie ganz viel heute gemacht und irgendwie ganz wenig bis gar nichts gefilmt. Ist irgendwie doof gelaufen. Oh, es ist so ungewohnt, so eine große Kamera in der Hand zu halten. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich kenne das ja sonst eher, dass ich so ein kleines süßes Ding in der Hand halte. Deswegen ist das gerade noch relatives Neuland. Ich hoffe, euch gefällt die Qualität. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Ich habe bisher noch gar kein Videomaterial von der Kamera geschaut bis jetzt. Ja. Stimmt, was ich nachher noch machen will, ist, ich will die Pakete einmal fertig machen. Die 3. Dafür habe ich mir extra vorhin so von der Deutschen Post diese Aufkleber geholt. Boah, das Bild, ich weiß nicht, ob das nur in der Kamera so ist, aber das Bild hakt ja schon ganz schön krass im Dunkeln, ne? Und dann kann ich die morgen nicht zur Post bringen und dann einmal wechseln. Hm? Dann sind nämlich 3 Leute wieder ein bisschen glücklicher. Die eine wartet ja doch schon ein bisschen sehr viel länger darauf. Entschuldige an der Stelle an Sarah. Genau, dann kriegt die Jan noch einmal eins. Und Chandel kriegt noch eins. Genau. An die 3 sende ich das dann morgen ab. Also das passiert morgen. Donnerstag geht es für mich wieder auf Arbeit. Ich habe es jetzt auch bemerkt, die Stimme habe ich heute mal extrem geschont. Ich habe heute fast gar nicht geredet. Bringt halt auch nur kaum was. Von daher wird sich der Körper schon irgendwann regenerieren, sage ich mal. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit zu Hause zu sitzen. Das ist irgendwie auch todeslangweilig. Das ist todeslangweilig für euch, weil ihr immer nur den gleichen Scheiß seht. Und ja. Das heißt, ich werde Donnerstag dementsprechend dann die angekündigt Morgenroutine drehen. Hammer, oder? Geiler Scheiß, ich schwöre. Das heißt, Donnerstag filme ich dann die Morgenroutine. Ja? Die seht ihr dann sozusagen übermorgen. Ist das schön. Und dann werde ich auch das Auto putzen und so weiter und so fort. Das wird alles dann also am Donnerstag passieren. Morgen mache ich, glaube ich, mal so einen Haushaltstag. Das ist dann nochmal da aufräumen, genau, komplett fertig aufräumen. Alles nochmal ordentlich machen. Dann kann ich vielleicht am Wochenende die Roomtour aufnehmen. Weil ihr wolltet unbedingt eine Roomtour sehen. Kann ich dann am Wochenende aufnehmen, wenn ich dann die 2. Kamera wieder habe, dann kann ich da so ein bisschen switchen zwischen den Kameras, je nachdem, was wofür besser ist. Ich glaube, sagen, das ist ganz gut so, ne? Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich mache jetzt, wie gesagt, nur noch die Paketchen fertig und dann soll es das für heute gewesen sein. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.